Ja, Ladies and Gentlemen, hallo. Was? Und worauf wartest du denn noch? Ich muss erst eine Ansage machen, warte doch mal. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Darksiders 1. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sollen mit ihm reden. Der wirft uns einfach durch die Luft. Der Alter kommt. Hat er eigentlich auch was anderes sagen? Oh, wie wir den die Flügel gerade wegrasiert haben. Wir werden nicht nachgeben. Dann werdet ihr eben alle sterben. Wir werden nicht nachgeben. Muss man jetzt nicht verstehen, warum man manchmal. Was haben wir hier? Nee. Komm schon! Ich muss das kurz den Typen hier die Eingeweide rausziehen, reinhauen. Nervig, der Typ. Komm schon, hilf uns hier mal! Warte mal, wie ging das? Das ging so. Nee, war falsch. Komm schon, hilf uns hier mal! Das sind doch schon wieder irgendwelche Viecher. Ja, was mache ich jetzt? Ach so, ah, okay. Weißt du? Das sind keine leichten Gegner, muss man so sagen, ey. Kann ich gut leben mit dem. Ach, verdammt. Ich verliere richtig gut leben mit den Viechern. Komm nochmal. So sieht eine Reanimation aus. Passiert eigentlich, wenn ich das Ding. Ah ne, bei dem geworfen. Runter! Also fast tot. Warum kann ich die nicht mit E finishen? Also fast tot. Fertig?
kein Leben mehr. Das ist viele. Es sind so viele. Was macht eigentlich er da drüben die ganze Zeit? Was macht er eigentlich da drüben die ganze Zeit? Oh, soll er wieder hier anfangen? Really? Boah, ist ja nervig. Bringst du das Ding endlich in Bewegung? Das ist ja nervig, dass er jetzt hier wieder anfangen würde. Kommt hier rein? Vergeltung, drücken Sie für schnelle Drücken. Ach so! Sagt mir das keiner? Sagt mir keiner, dass ich sowas habe. Dass ich sowas machen kann. Haha. Okay. Das ist wo ist eine Heilkiste? Hinter mir wäre auch noch eine Heilkiste gewesen. Meine Kisten brauchen eine Füllung. Dein Ende ist nah. Aus dem Ja, gewusst, dass ich das kann. Ja, komm her. Ja, ich weiß ja, dass hinter mir noch eine Heilkiste steht. Also wenn ich auf 1 runter bin. Warum schafft er nicht? Jetzt gehen wir mal die Heilkiste holen. Ja, hätte ich das mal eher gewusst, dass es so einfach war. Oder so einfach ist. Das Spiel sagt einem aber auch nichts. Hey du, komm, da kannst du es einfach haben. Mach mal. So, guck mal, jetzt sind wir wieder geheilt.
Steuerung ist ein bisschen weird. Haut ab, Täubchen! Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Okay. Warum habe ich immer die Großen? Warum muss ich gerade niesen? Schon wieder. Alter, was für ein Gemetzel. Brüder, macht euch bereit! Ja, sehr bereit waren sie nicht. Ah, da ist noch einer. Was? Worauf wartest du denn noch? Hier drüben, Fremder. Doch noch eine Waffe. Warte mal. Wir müssen mal da hoch klettern. Hier drüben, Fremder. Ich glaube, da oben war eine Heilkiste, genau. Ich glaube, hier gibt es aber noch mehr. Nee, es ist gar keine Heilkiste. Schade. Eine Seelenkiste. Nerv mich nicht, ich muss ein bisschen looten. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh nach Hause. Dass du die Klappe hältst. Ich muss mal niesen, Leute. Nee. Scheiße. Ich schneide das natürlich mal raus. Sonst. Hier drüben, Fremder. Braucht ja kein Mensch. Achso, seht ihr, da ist auch noch eine Kiste. Nein! Ach, du Fick. Ach, Mann, der hätte ruhig auf der Kante stehen bleiben können. Hier drüben, Fremder. Ich bin nicht immer noch fremd für dich. Wir haben so viel unternommen gerade. Ich hab dich besiegt. Du hast mich besiegt. Ich hab dich besiegt. Was? Worauf wartest du denn noch? Dass du die Fresse hältst. Warum macht er das nicht? Ach du Bast, ey. Manchmal... Also die Steuerung, man merkt immer wieder, dass die Steuerung für die Konsole optimiert ist. Ich hoffe, das wird im zweiten Teil und im dritten Teil vor allem besser. Also es war ja ein ursprünglich ein PS3, Xbox 360 Spiel. Und das merkt man einfach an so vielen Ecken, was die Kamerasteuerung angeht mit der Maus. Wie ist das jetzt hier rumgekonnt? Nee. Schön. Hier drüben, Fremder! So, noch so ein Teil. Sammeln Sie viermal einen Zornkanzler und dieser hört Kriegs maximal.
Nee, das merkt man an so vielen Stellen, dass die Steuerung hier bei dem... Wie gesagt, ich habe Darksiders 2 habe ich schon installiert. Ich habe es auch schon mal eine Stunde angezockt. Also ich freue mich da schon, das im Anschluss zu spielen. Und dann freue ich mich natürlich im Anschluss Darksiders 3 zu spielen. Weil das eigentlich genau die Spiele sind, die ich mag. Hierher, verdammt nochmal! So, was hast du gesagt? Muss die hier lassen. Ja, renn du schon mal voraus. Ich hol mal hinten noch die Kiste mit. Ich weiß immer noch nicht, was das da oben ist. Hier drüben, Fremder. Warte mal. Kann ich das denn an? Wie komme ich darüber? Nope. Okay. So komme ich nicht drüber. Das sind so Sachen, ich glaube, da fehlen mir einfach noch die richtigen Waffen für oder so. So, Nervensäge, was willst du? Hier drüben, Fremder. Ja, ja. Aber ich gucke erstmal hier oben. Du hast gewonnen. Klare Sache. Kampflehre. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit, mit der Krieg Waffenerfahrung sammelt. Also seine Rüstung wird ebenfalls schärfen können. Das merkt man allein schon, dass man hier nicht draufklicken kann. Dass man hier mal links, rechts, also hier würde wahrscheinlich RB und LB so stehen. Daran merkt man das schon. Ja, daran merkt man einfach schon, der mir gerade hier die Tür aufmacht. Was hat der mir denn da unten aufgemacht? Wartest du mal kurz hier oben? Hierher, verdammt nochmal! Ach, halt die Klappe. Der hat mir da unten noch eine Kiste aufgemacht. Ah. Danke dir. Das ist doch ein ganz netter zu sein. Was mich im Moment richtig nervt, ist, dass Logitech irgendwie es nicht hinbekommt, aktuellen Treiber für die Logitech-Tastaturen rauszubringen. Das heißt, mein Timer, den ich immer in der Tastatur mitlaufe, funktioniert im Moment nicht. Oh. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht werden. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Ich komme schon außer Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ah, nein. Ich setze mich lieber hin und schaue zu, wie du es tust. Die Federn fliegen, Junge! Ah. Kann ich mal weggehen? War ja easy. Das war ja leicht. Okay. Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Hast du meinen Ausweis gesehen? Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter.
musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Bringe diese Quälerin um. Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Dann, so verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Du bist ganz schön unfreundlich, Junge. Wir haben gerade so viel Spaß miteinander gehabt. Vernichten Sie die Quälerin. Ja, aber das machen wir nicht mehr heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Darksiders hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.